10 Minuten Kaffeepause, fristlose Kündigung, ist das korrekt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich hatte es ja in einem Short-Video vor ein paar Tagen kurz angeteasert. Das Landesarbeitsgericht Hamm hat in einer doch recht spektakulären Entscheidung für Rechtsklarheit gesorgt und hat entschieden, dass auch eine schwerbehinderte Arbeitnehmerin, die leider Arbeitszeitbetrug begangen hat, fristlos gekündigt werden kann. Ja, wollen wir mal der Sache im Detail auf den Grund gehen und uns mal anschauen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Also das Landesarbeitsgericht sagt oder gibt Vorgesetzten jetzt vor, wie man bei Arbeitszeitbetrug hier vorzugehen hat. Und hier war es so, eine Reinigungskraft hat sich zum Beginn in ihrer Arbeitszeit, also ihrer täglichen Arbeitszeit, mit einer Stempelkarte im Unternehmen eingestempelt. Kurze Zeit später ist sie dann in ein gegenüberliegendes Restaurant gegangen und hat dort einen Kaffee getrunken. Dabei oder davor, bevor sie also da reingegangen ist, Restaurant, hat sie nicht ausgestempelt und ihr Chef hat diesen ganzen Vorgang netterweise beobachtet. Und als er sie dann auf ihr Verhalten angesprochen hat, hat sie das erstmal abgestritten. Das war schon ihr erster Fehler. Erst als ihr Chef dann ihr anbot, ihr Beweisfotos auf seinem Handy zu zeigen, gab die Raumpflegerin ihr Fehlverhalten zu. Der Arbeitgeber hat daraufhin dann der Frau, die mit 100% schwerbehindert ist, fristlos gekündigt. Er hat sich aber vorher das Einverständnis des Inklusionsamtes abgeholt. Früher war es die Schwerbehindertenbehörde oder das Integrationsamt. Gegen diese Entscheidung der fristlosen Kündigung hat die Reinigungskraft Klage erhoben. Sie hielt die Kündigung für unverhältnismäßig. Ihr Argument, es hat sich doch bei ihr um ein einmaliges Fehlverhalten gehandelt. Ja, das Landesarbeitsgericht hat also entschieden, dass die Kündigung rechtmäßig war. Bei vorsätzlichem Missbrauch einer Stempeluhr liegt ein wichtiger Grund vor, der eine fristlose Kündigung rechtfertigt. Und zwar Prüfungsmaßstab war oder ist der § 626 Bürgerliches Gesetzbuch. Der Vertrauensbruch war in diesem Fall extrem erheblich. Der Arbeitgeber muss sich darauf verlassen können, dass die Arbeitszeit seiner Arbeitnehmer korrekt dokumentiert wird. Dafür gibt es dann halt die Uhr. Ja? Auch wenn es in diesem Fall nur um 10 Minuten ging, 10 Minuten ein bisschen Kaffee trinken, ja? war hier letzten Endes die Sache für die Arbeitnehmerin gelaufen. Der Arbeitgeber musste die Arbeitnehmerin auch nicht abmahnen. Denn das hätte nach Auffassung des Gerichts nicht dazu geführt, dass die Arbeitnehmerin ihr Verhalten geändert hätte. Entscheidend war nämlich ihr Verhalten nach der Tat. Und da, ich hatte es eingangs erwähnt, hat sie eigentlich den großen Fehler begangen. Sie hat auf Nachfrage des Chefs, was sie da gemacht hat, einfach schlicht und ergreifend gelogen. Und diese Verhaltensweise und aus dieser Verhaltensweise schließt das Gericht zweifelsfrei, dass die Klägerin hier letzten Endes in ähnlich gelagerten Fällen genauso gehandelt hätte oder wieder gehandelt hätte. Und dass sie versucht hat, ihren Chef zu belügen und die Tat zu vertuschen, ist ihr sozusagen zur Falle geworden in diesem Fall, weil ansonsten hätte man möglicherweise hier eine Abmahnung für verhaltensbedingtes oder vor einer verhaltensbedingten Kündigung hier entsprechend als Karte ziehen können. Ich sage, schlechter Fall, tragischer Fall, auch für die Arbeitnehmerin. Sie ist ihren Job los, sie ist ihr Geld los, ihr droht möglicherweise eine Sperrfrist von 3 Monaten, wenn sie jetzt zur Bundesagentur für Arbeit geht und dort Arbeitslosengeld beantragt. Und was noch viel schlimmer sein kann,
Wenn sie Glück hat, reicht das LAG Hamm die Klage nicht an den Staatsanwalt weiter. Wenn sie Pech hat, landet ihr Fall auch noch vor dem Strafrichter wegen versuchten oder vollendeten Arbeitszeitbetrug zum Nachteil ihres Arbeitgebers. Meine Damen und Herren, 10 Minuten Kaffee trinken ist doch sicherlich kein Problem, aber stempeln Sie bitte vorher aus. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.